Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Video auf YouTube richtig hochladen kann. Als erstes startet ihr euren Browser. Wenn er fertig geladen hat, geht ihr auf diesen Button hier, Video hochladen. Klickt drauf und dann steht da, wähle Video hochladen, eine Videodatei auszuwählen und hochzuladen. Dann drücken wir Video hochladen. Ich lade es nicht wirklich ganz hoch, ich zeige es nur mal. Irgendeins nehme ich jetzt. So, das. Also, der Titel, wie euer Video heißen soll, die Beschreibung, da kann es zum Beispiel drinstehen, Super Tor oder so. Das passt jetzt zu diesem. Schreibe ich mal rein. So, die Tags sind die Suchbegriffe. Schreibe ich jetzt auch rein. Stephen. Ja, Stephen Reed. So. Kategorie. Das ist jetzt Sport. Fußball ist Sport, ganz offensichtlich. Dann zeige das Video die ganze Welt, empfohlen, oder du kannst das Video auch privat machen, dann kann es nur 25 Personen angezeigt werden, die kannst du dann noch auswählen. Dann nehmen wir wieder Erinnerung speichern, jetzt warten wir mal noch, ja, 40 Sekunden. Wenn manche, wenn man, das ist jetzt nicht alles von guter Qualität, ich zeige das nur mal, nur wenn man jetzt ein Video von, weiß ich, Sony Vegas oder so, rendert mit 720p HD oder so, da dauert schon, also das ungefähr 100 Megabyte dauert so schon eine halbe Stunde. Maximal 2 GB darf es haben und 10 Videos kann man gleichzeitig hochladen und die besten Videoformate, da könnt ihr hier draufklicken, das mache ich jetzt aber nicht, denn sonst wird ein Upload abgebrochen. Nur die besten Videoformate für YouTube sind hier drin, braucht nur draufklicken. So, jetzt Erfolg wird es gleich stehen, denn jetzt ist es eigentlich fertig. Ein bisschen warten. Das ist jetzt eine AVI-Datei. Ich lade persönlich immer AVI-Dateien hoch. Finde ich am besten. So, jetzt haben wir einen Erfolg. Und jetzt, wenn ihr unter meine Videos reingeht, könnt ihr sehen, das ist das. Nur es könnte sich nicht gleich angucken, denn jetzt wird noch hochgeladen. Verarbeitung läuft, bitte warten. Wenn ich jetzt das mache, steht da, wurde noch nicht verarbeitet. Nur wenn das weg ist, steht da oben noch, die Videoqualität kann sich noch verbessern, denn das Video wurde noch nicht hochgeladen, aber man könnte es schon ansehen, aber nicht in dieser Qualität, wo ihr es hochgeladen habt. Das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bitte abonniert uns und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.